Da will man einmal LOL aufnehmen am Abend, beziehungsweise in der Nacht, um 1 Uhr, Uhr Special Mode. Und dann bekommt man diesen wunderschönen, hübschen Fehler. Ja. Ich kann mir auch bessere Sachen vorstellen, die ich um diese Uhrzeit machen könnte. Nun gut. Wie gesagt, Ultra Rapid Fire ist draußen. Und EP Boost. EP Einflusspunkte Boost. Ja. Urf ist draußen. Wir gehen natürlich immer mal auf die Top-Lane-Team. Versuchen natürlich mal wieder Teemo zu bekommen. Weil Teemo ist so ein wunderbarer Champion. Erstmal Lane schreiben, nicht den Champion, den du spielen möchtest. Wir wollen natürlich Teemo. Ich suche ihn lieber. Nicht, dass mir jemand anderes wegpickt. Champion ist gewählt. Champion ist eingeloggt. Champion ist wunderschön. Shaco. Und in meinem dem Glück, was ich ja haben werde, haben die Gegner auch ein Teemo. Weil das ist irgendwie in letzter Zeit immer so, wenn ich Teemo spielen will. Die Gegner haben auch Teemo. Ich weiß nicht warum. Das ist ein Fluch. Das ist ein Fluch. Das immer. Warum? Ah! Spiel, du mobbst mich. Du weißt, dass immer wenn ich Teemo spiele, also immer wenn ich LOL aufnehmen möchte, ich LOL generell spiele, oder, dass wenn ich da Teemo bekomme, dass du ihn rausmachen musst. Dass du ihn rauskicken musst. Das ist so böse. So böse von dir, du Spiel. Did you know? Valkyr's gains pre-attack damage per level. In Klammern plus 3,141592. Ich weiß, ihr seht das gerade nicht, weil LOL immer noch lädt. Aber es steht da. Ihr könnt mir vertrauen. Es steht da. Jetzt ist es nämlich weg. Wir sehen uns einfach gleich wieder. Ein komplettes Premade-Gegner-Team. Naja, zwei Premade. Zwei unterschiedliche Gruppen. Bin zusammen. Mann, ich freue mich. Ich freue mich, wenn das ab. Ein riesigen Ast. Wenn ich das weiß, ja, ihr habt es doch selbst gesehen. Ihr habt es doch selbst gesehen im Loading Screen. Oh shit. Achtet man einmal nicht auf den Gegner, sondern auf, einmal nicht auf sich selbst, sondern auf den Gegner. Kommst du gleich eine Bombe ins Gesicht. Da
derselbe Clanname. In diesem Game werdet ihr zwei unterschiedliche Clan-Namen sehen. Warum laufe ich? Zwei unterschiedliche Clan-Namen sehen. Einmal den die haben. Und noch einen dritten. Den da. Ah ne, Entschuldigung. Jetzt haben wir genau die schon abgefrühstückt, die die gleichen Namen haben. Ach. Steht nur die Botlane aus unterschiedlichen Clan-Namen. Das werden wir wahrscheinlich auch gleich sehen. Das ist böse. Na, die müssen... natürlich immer wieder dann aus dem Bild gehen. Ich bin noch nicht Level 2, das gefällt mir nicht. Schon ein Minion. Danke. So, aber Level 2. Jetzt geht das Gift um, meine Lieben. Egal, wir haben First Blood bekommen, das ist doch was. Ach, das ist aktiv. Wenn man einen Kill damit macht, das ist aktiv. Also haben die wirklich Urf 2015 genommen. Ha, hätte ich ja wissen müssen. Puff. Ich bin da reingelaufen. Und da hat es mich gestunt. Leck mich, was hat das für eine Range? Ich war 3 Kilometer davon weit weg und es hat mich trotzdem geohnt. Nee, ich werde nicht sterben. Vergiss es. Ich werde nicht sterben. Ich werde mich jetzt zurückziehen, das werde ich machen, aber nicht sterben. Na, was? Das kann man sich holen. Im besten Fall kommt jetzt noch Flame für mich. Das wäre noch das Schönste. Da, das ist der letzte. Gosh, ich hasse. Diese Gegner sind einfach nur Dämonen. Wie sie sich nimmt. Sie gönnt sich die Kills. Sie nimmt sie sich einfach. Das ist interessant. Lol, Dämon. Habe ich schon Dämon gesagt? Ja, ich habe Dämon schon gesagt. Gut. Eek. Das ist eigentlich eine gute Taktik. Sie bekommt keinen Damage davon. Oder bekommt sie Damage davon? Ich weiß gar nicht, was sie Damage davon bekommt. Ich glaube, sie bekommt keinen Damage davon. Leck mich. Dieser Champion kotzt mich an. Ich habe schon gesagt, dass mich nicht dieser Champion ankotzt. Der kotzt mich an. Und sie gönnt sich einfach. Oh, das war der Fake. Yes. Muss man sich ja welche, was sich klauen, damit man hier überhaupt welche bekommt. Da. Ich stehe 1, Stuhl 3. Die Katharina hat ein besseres Erlebnis mit 5-2. Und ich glaube, wenn das gewinnt,
sterben, ich will nicht sterben. Alter, ist das knapp. Ich würde ja gerne helfen. Ich glaube, ich kann sogar ein bisschen. Natürlich kann ich helfen. Timo. Der wohl beste Champion in League of Legends. Lol, warum hat die mich gesehen? Die haben eine Ward hier drin. Die haben eine Ward hier drin. Scheiße, die haben eine Ward da drin. Ihr habt eine Ward da drin. Und ich bin tot, warum? Das macht keinen Sinn. Oh. Habt ihr den Lag gesehen? Ein Drake. Welchen Drake? Den Drake. Warum ziehe ich mich zurück? Das macht keinen Sinn. Bei allem, was Sinn macht und was keinen Sinn macht, das macht keinen Sinn. Und das ja eigentlich auch nicht. Es gibt halt eben AP und Leben. AP und Leben ist gut. Und der ganze Mana-Stuff, den dieser Attack, den dieses Item gibt, bringt überhaupt nichts. Warum Pilze? Pilze. Die Gegner verstecken sich. Wir brauchen Pilze. Pilze sind super. Jetzt stirbst du. Die ist stärker. Das kotzt mich an. Die ist stärker. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Leben, Leben, Leben. Leben und Magic Resistance. Das ist klar. Sonst sterbe ich am laufenden Band. Ja. Könnte witzig sein für einen Abend, aber die ganze Zeit. Weiß nicht. Katharina kämpft, ich plant Pilze. Ach du Scheiße. Jetzt stirb. Hab ich lang genug angekotzt. Nee, kommt nicht weiter, Minions. Ihr kommt nicht weiter. Ich habe hier eine Todesbasis eingerichtet. Ihr kommt hier nicht weiter. Kommt kein Last Hit. Perfekt. Oh Gott, der. Bei jedem Gegner, der hier hochkommen könnte, muss es unbedingt der sein. Katharina, was machst du da? Du gehst in Gefilde vor. Bitch. Komm schon, wer ist vergiftet? Wer ist vergiftet? Der Vergiftete ist richtig. Ich hab doch gesagt, der Vergiftete ist richtig. Bäm. Komm schon, komm schon, komm schon, kleines Gift. Ich brauch nichts mehr. Ach, shit. Ihr habt doch noch nichts gekauft. Ich bin auch noch nicht gegangen. Warum ist mir trotzdem so schwer gelebt? Ich will das nicht spielen, weil ich nicht will. Nicht. Ihr nervt nach einer Zeit. Diese Zeit ist für mich schon erreicht.
Güte. Ja, ich weiß. Kommentationsstil und so weiter ist gerade nicht gut. Na komm. Und da ist sie. Scheiße! Boah, ich hasse LeBlanc. LeBlanc ist so ein Lappen-Champion. Wer jetzt sagt, LeBlanc ist ein Champion, den musst du lernen, den musst du beherrschen. Fick dich. Musst du gar nicht. Das ist einfach nur ein Champion, du hast mit deinem Kopf auf die Tastatur und hast einen Pentakill. Das war's. Das ist das einzige Besondere, Schwierige an diesem Champion. Den Kopf überhaupt treffen. Die Tasten, QBR überhaupt treffen. Das ist das Schwierige an LeBlanc. Das war's. Mehr gibt es nicht. Hey, guckt euch das an! Oh, scheiße. Du spielst den Champion nicht, du lebst den Champion. Jeder, der sagt, Teemo ist ein Noob-Champ, Teemo ist ein Lappen-Champ, der hat LeBlanc noch nicht gesehen. Upsa. Ich hab's vergessen. Ja. Ich mach's ja schon. Jetzt kotz mich nähern. Dieses Team schon lange genug der Nase rumgeführt. Le Noob. Du kannst mich schon. Jetzt geht sterben. Komm, das kannst du nicht überleben. Versorg ich. Das ist nur die Kopie. Das ist die richtige. Ich werde jetzt zurückgehen und mir ein Item kaufen. Du stirbst. Ein Item kaufen, was einem Teemo überhaupt nicht gefällt. Ein Item, was Teemo mal immer ankotzt. Warum ich es nicht früher getan habe, ich weiß es gerade nicht. Jetzt habe ich es. Oh, der Gegner. Er lernt mich kennen. Ich hab mir ein Item gekauft und setze es nicht ein. Bin ich bescheuert? Kennst du das? Ich warte jetzt noch. Willst du mich verarschen? Jetzt geh ich sterben. Da kannst du es. Fuck! Warum geht das schon wieder so baden? Warum geht das schon wieder baden? Warum? Ich verstehe es nicht. Es sah wieder so gut aus. Und warum geht's schon wieder? Warum? Welchen Dämon habe ich beschworen, dass jedes Wurfgame dieses Mal so zackt? Welchen Dämon habe ich beschworen? Jetzt, Annie, halt die Fresse. Welcher Dämon sorgt denn dafür, dass jedes Wurfgame, was ich irgendwie zockere, sackt? Dass es am Anfang gut läuft und dann irgendwann einen Moment gibt, dass, nee, einfach gesagt wird, nee. Darfst es nicht gewinnen. Das ist gegen die Regeln. Warum? Welcher Dämon entscheidet das?
Und du halt da unten die Fresse. I can see the word. I can see it. Penner. Origin, halt die Fresse. Das sind keine Pilze. Da oben kommt aber einer. Das ist ein Fall. Entsprechiert! Du bist tot. Du kannst das nicht überleben. Vielleicht sollte ich das Item fertig bauen. 300 Leben, das bringt mich nicht. Welcher der Mann entscheidet ist? Welcher der Mann entscheidet ist? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Am Anfang lief doch noch alles recht gut. Warum jetzt nicht mehr? Jetzt stirb du! Ich verstehe es einfach nicht. Welcher Dämon sorgt da? Pilze. Jetzt geh down. Oh. Wenn ich auf den Champion nicht zu gut zu sprechen bin, dann bist definitiv du einer davon. Du bist definitiv einer davon. So rum. Ja, ich weiß, der Pilz ist nicht gut platziert. Die Toplane wird eingerannt. Was ist denn das? Timo, komm her! Versteh es einfach nicht. Warum sagt das Game auf einmal so? Würd ihr sagen, gut. Deswegen sagt das Game, okay, kann ich verstehen. Aber ich verstehe es halt nicht. Das ist so mein Problem. Ich verstehe es nicht, warum sagt es jetzt auf einmal. Ich würde ja alles hinnehmen, wenn ich es verstehen würde. Ein Pilz explodiert. Gromp? Warum wird der mir angezeigt? Timo. Boah, ich bin stärker als du, du Pissnelke. Seh's ein. Ich hab doch extra auf die Botlane gepinkt. Was ist das denn? Oh, Minions hacken so hart. Ich verstehe es einfach nicht.
Warum? Was ist passiert? Entschuldigung, dass ich in diesem Part so laut war, aber was ist passiert? Was? Ich bin Water Mastery 6 Token for Granting S Minus Ohio und Timo. Combine two of them in the Hextech Crafter to unlock Mastery Level 6 for this Champion. Danke. Danke. Requires two tokens. Das heißt, ich muss nochmal Timo Level S minus bekommen, dann kann ich Level 6. Ich verstehe es einfach nicht. Was ist jetzt schon wieder schiefgelaufen? Ich entschuldige mich nochmal aufrichtig dafür, dass ich in diesem Part ab und zu meistens gegen Mitte bis Ende hin so laut war. Es war einfach Fassungslosigkeit. Generell so YouTuber, die meistens als Player sind es halt, die so laut sind, die kann ich nicht leiden. Also die gucke ich nicht, die, wo Schreien, laut werden, Stilmittel ist. Und dieses Stilmittel wird halt eben bei YouTube sehr oft benutzt. Wenn das halt eben zum Stilmittel gehört, dann gucke ich die nicht, weil ich das einfach nicht mag. Jetzt war ich selber mal laut, tut mir leid. Ich entschuldige mich aufrichtig hiermit. Es war einfach nur Fassungslosigkeit. Fassungslosigkeit, dass das so ausgeartet ist. Tut mir leid. Ab nächstem Part wird es dies definitiv hoffentlich nicht mehr geben. Dieses Lautwerden, es war einfach nur Fassungslosigkeit, dass es schon wieder so ausgeartet ist, mal ins Schlechte. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.